liebe Freundinnen und Freunde der Lebensmelodien, Vertreter aus Kultur, Politik und Kirche. Wir freuen uns auch ganz besonders, dass unser Bezirksbürgermeister Oltmann und Stadträte zu Gast sind. Im Namen der Apostel-Paulus-Gemeinde darf ich Sie herzlich begrüßen. Es ist für uns eine besondere Ehre, mit Ihnen die Lebensmelodien in unserer Kirche zu teilen. Heute schließen wir eine Reihe von 10 Konzerten ab. Jedes Konzert brachte neue Lebensmelodien zu Gehör. Jede Musik hat ermordeten Juden wieder eine lebendige Stimme durch ihre Musik gegeben. Das heutige Konzert steht unter dem Motto »Geprobt 1939, verfemt, aufgeführt 2022«. Nach den ersten 2 Stücken geben wir Ihnen weitere Hinweise zur Musik und den Geschichten, die aus Ihnen sprechen. Leider müssen wir dann auch schon Isidoro Abramovic, den Kantor unserer jüdischen Nachbargemeinde, verabschieden, weil er natürlich am 9. November auch in seiner Gemeinde in der Pestalozzi-Straße eine Gedenkveranstaltung gestaltet. Umso mehr danken wir dir ganz herzlich, dass du diese Verbindung gerade heute herstellst. Danke, dass du da bist, und wir freuen uns auf die 2 Lebensmelodien mit dir. Von Herzen wünschen wir nun Ihnen allen einen gesegneten Abend. Die Komponistin Lenke Dalmat. Ich wurde 1902 in Budapest geboren. Mein musikalisches Wissen erwarb ich an der Nationalen Schule für Musik und zog dann nach Abschluss meiner Ausbildung nach Wien. Dort vertiefte ich meine Studien als Pianistin und Komponistin an der Kaiserlich-Königlichen Akademie für Musik und Darstellende Kunst und begann gleichzeitig als Konzertpianistin aufzutreten. Mein erstes Konzert als Solokomponistin fand 1927 im Rahmen eines Wettbewerbs in Wien statt. Ein Jahr später trat ich in Budapest auf und spielte mein erstes Radiokonzert. Bald darauf wurde ich zum Mitglied der Janosch Weider Gesellschaft gewählt, wo ich die Musikabteilung leitete. 1930 fand im großen Saal der Wiener KUK-Akademie für Musik und Darstellende Kunst ein ganzes Rezital statt, das ausschließlich Lenke Dalmats Werken gewidmet und sehr erfolgreich war. Aus den vielen Lobesworten der Kritiken, die über sie veröffentlicht wurden, lässt sich entnehmen, dass sie die von ihr komponierte Kammermusikstücke und Lieder schon oft auf Wettbewerben verschiedenster Art aufgefallen und selbst vom namhaften Geiger Josef Szigeti gespielt worden waren. Aus einer Zeugenaussage geht hervor, dass Lenke Dalmat 1939 sogar eingeladen wurde, in der New Yorker Carnegie Hall Stücke aus ihrem Werk vorzutragen. Dieses Konzert hat jedoch wegen Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nie stattgefunden. Am Ende wurde auch Lenke Dalmat zusammen mit dem Großteil ihrer Musik ein Opfer der Nationalsozialisten. Musik.
die Welt immer fundament. Vielleicht hätte ich warme Kämmerzeit. Die Mikorme Kösa setzt sich ab. Er hat das Schirma wie nie vor. Scheißt im Terem des Schöne, Ressete Körkäser lebe je. Weg des Sekt, minde Tommy Chuck, weg ich mindig Dorga la Chabert. Thank you.
Vater und Sohn. Im Lager befahl man meinem Vater, Militärfahrzeuge zu reinigen, die unterwegs schmutzig geworden waren. Man gab ihm jedoch keinerlei Putzmittel, sodass er rund um die Uhr schwer arbeiten musste, um die Wagen sauber zu bekommen. Als er damit beschäftigt war und dabei den Nigun Eskera Elohim Ve'emaya vor sich hin summte, wandte sich einer der brutalen Aufseher an ihn und fragte, »Bist du Kantor?« Während mein Vater nach einer ausweichenden Antwort suchte, befahl ihm dieser Verbrecher, der ihn noch tiefer erniedrigen wollte, »Wenn das so ist, dann komm und sing für alle.« Also stellte mein Vater sich hin, um den gequälten Juden vor Ort diesen Piyut vorzusingen, dieses liturgische Lied »Eskera Elohim«. Tränen standen in den Augen aller, die dort zugegen waren. Gleichzeitig fanden sie aber auch Trost in den Versen der Melodie und Dank des reinen Glaubens, den mein Vater in ihren Herzen entzündete. Reb Moshe Abovitsch. Ich denke an Gott und es berührt mich, wenn ich an all die Dörfer und Städte denke, die so sicher gebaut zu sein schienen und nun spurlos verschwunden sind. Doch trotz allem gehören wir dennoch zu Gott und unsere Augen sind auf ihn gerichtet. Über das Entstehen dieser Melodie wird erzählt, als Rabbi Israel sich 1923 zu einer Operation in Berlin aufhielt und aus seinem Narkoseschlaf erwachte, sah er vor seinem Fenster die Stadt in ihrer ganzen Pracht. Er begann zu summen, mit tiefem Seufzer gedenke ich deiner, o Gott. Der Nigun, die Melodie, die er damals komponierte, beruhigte seinen körperlichen und seelischen Schmerz. Vater lehrte mich, dass man auch in Zeiten der Not und der Bedrängnis singen und die Geschichte weiterhin erzählen müsse, fährt der Chassid Reb Moshe Abovitsch mit seinem Bericht fort. Eines der Lieder, die ich von ihm lernte und das später zur Hymne des Ghettos von Łódź wurde, war in einer Stunde der Inspiration von Rabbi Shapiro, dem Rabbiner der Stadt Lublin, verfasst worden. Und als er sich in einem Zustand tiefster Verbundenheit mit Gott befunden hatte, es war eine Erweiterung jener älteren Melodie namens El Echad Baranu, ein einziger Gott hat uns erschaffen,
die von Rabbi Abraham ibn Ezra aus Spanien verfasst worden war. Ein neuer und abschließender Vers. Dieser letzte Vers entsprach unserer Situation im Ghetto und deshalb gingen uns die Melodie und ihre Worte so sehr ans Herz. Hilflos sind wir, erschöpft unsere Kraft und werden von einer Stimme getröstet, die sagt, euer himmlischer Vater ist noch da. So lebten wir im Ghetto mit dieser Melodie und gestärktem Glauben, bis es endgültig liquidiert wurde und man die Juden von Łódź in die Vernichtungslager schickte. Altilabenoia, mi roti
es gerai lo quinde maia. Biro ti col hir al tila venuia. Dachte
Meine Damen und Herren, liebe Gäste, als erstes möchte ich Ihnen einen ganz herzlichen Gruß von unserem Antisemitismusbeauftragten, Herrn Dr. Felix Klein, ausrichten, der es sehr bedauert, dass er heute Abend nicht hier sein kann. Er war allerdings schon bei mehreren Lebensmelodienkonzerten und kann sich gut in unsere Situation heute hier hereinversetzen. Herr Klein ist im zweiten Leben sozusagen selbst Musiker und kann deshalb heute Abend nicht hier sein, weil er einen Auftritt in Hannover hat mit seinem Quartett. Ich freue mich, dass so viele Gäste hier erschienen sind, was besagt, dass diese Musik und die Geschichten hinter dieser Musik ganz offensichtlich ein großes Interesse finden. Als vor 2 Jahren Michael Radatz und Nur Ben Shalom zu Herrn Klein kamen, um ihr Projekt Die Lebensmelodien vorzustellen, waren wir von Anfang an sehr begeistert. Es war ein Projekt, das uns neu erschien und das so vieles wieder hervorholt, was so lange Zeit vergessen war. Aber wir hatten gar nicht einschätzen können, was für wunderbare Schätze überhaupt gehoben werden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch mal sehr herzlich Nur Ben Shalom danken. Und dem wunderbaren Nimrod-Ensemble, die diese Musik umsetzen für uns. Auch Isidore Abramowitsch, der leider schon weg ist, hat uns auch immer wieder begleitet. Und ich freue mich auch über seine Shows heute Abend. Ja, diese Musik aus der schwärzesten Zeit unserer jüngsten Geschichte ist sehr berührend. Sie ist geprägt von Trauer und Wehmut, aber sie ist gleichzeitig auch ein Zeichen von Hoffnung und von tiefer Gläubigkeit. Das heißt, dass wir also diese Musik nicht nur wehmütig erleben, sondern sie bringt auch Trost. Und sie ist bei all dem einfach auch wunderschöne Musik. Bisher hat es schon zahlreiche Lebensmelodienkonzerte gegeben innerhalb dieser 2 Jahre. Es wurde gerade erwähnt, es gibt schon 10 in Berlin, aber auch in ganz Deutschland. Und ich bin sicher, es werden hier nicht die letzten sein. Wir freuen uns sehr, dass inzwischen auch den Initiatoren der Lebensmelodien es gelungen ist, die Friede Springer Stiftung mit ins Boot zu nehmen, sozusagen, um ein Begleitprogramm, ein begleitendes Bildungsprogramm zu veranstalten und um diese Musik noch ein wenig näher zu bringen. Herr Klein wird auch in Zukunft gerne weiterhin dieses Projekt fördern, das uns allen sehr am Herzen liegt. Ich wünsche uns allen einen besonderen Abend und ich wünsche Ihnen, wenn Sie nach Hause gehen, dass Sie noch ein wenig der Melodien und der Geschichten im Ohr haben und es bei uns allen noch ein wenig mitschwingt. Vielen Dank. Liebe Gabriele Czornohus, vielen Dank, dass du uns die ganze Zeit auch so begleitest und die Tiefe dieser Melodien auslotest und mit uns durch dick und dünn gehst bei den ganzen
Planung und Veranstaltung. Du hast es ja eben gesagt, und das hat Günter Schoß in dem letzten Text uns nahegelegt, leben mit dieser Melodie und gestärkt im Glauben. Das ist die Haltung, aus der heraus die heutigen Lebensmelodien kurz vor dem Krieg komponiert wurden oder gesungen wurden. Sie wurden auch lächerlich gemacht, verfemt, verachtet. Und die Familien, die sie bewahrt haben, wollen nicht, dass dieses noch einmal geschieht. Es ist also ein Zeichen großen Vertrauens, dass wir in dieser Runde und weit über Berlin hinaus diese Melodien wieder zu Gehör bringen können, manche das erste Mal, jetzt in der dritten Generation. Wir wissen, dass es auf unser Engagement ankommt, dass das Leben, das aus dieser Musik spricht, nicht noch einmal verletzt wird. Ein Engagement, das uns auch verbindet, das haben wir eben gespürt mit Isidore Abramovic, also Synagoge und Kirche, und im Rahmen dieser Reihe auch Synagoge, Kirche und Moschee und natürlich auch Konzerthäuser. Die zurückliegenden 10 Konzerte wurden ja von dem Beauftragten der Bundesregierung gefördert, der heute ja vertreten ist von Gabriele Czornohus. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir eine weitere Reihe anschließen können und das so selbstverständlich auch in ihren umsichtigen Planungen eine Rolle spielt. Es sind ja bundesweite Konzerte, also Bamberg, Freiburg, Düsseldorf, Mannheim, Leipzig, Hannover, Frankfurt. Und das Bildungsprogramm, was wir mittlerweile entwickeln konnten zu den Konzerten, mit diesem erfahren Schülerinnen und Schüler als Projekt in ihrem Schulzusammenhang, dass Lehrer sich zusammenschließen müssen, also Musiklehrer mit Geschichtslehrerinnen und alle verschiedenen Fächer bringen mit diesem Projekt eine neue Farbe und eine neue Musik in die Schule. Und so meinen wir, einen wichtigen Beitrag zu leisten zur Weitergabe der Erinnerung an die Shoah. Wir haben heute an der Gedenkstätte hier in Schöneberg, dort, wo die Synagoge stand, in der Münchner Straße, da ist ja auf diesem Gelände eine Grundschule, es gespürt, nämlich als wir mit dem Bürgermeister zusammen die Gedenkveranstaltung hatten, waren hinter uns, ich glaube, 50 Schülerinnen und Schüler, die am Zaun standen und guckten, was machen die da eigentlich? Und diese Weitergabe, die liegt uns am Herzen. Erste Erfahrung konnten wir sogar auch in Kitas mit den Lebensmelodien gewinnen und sind ebenso beseelt. Liebe Freundinnen und Freunde der Lebensmelodien, Sie haben ja viele von Ihnen schon Konzerte erlebt. Ich will trotzdem noch einmal sagen, was ist eigentlich eine Lebensmelodie? Lebensmelodien sind jüdische Melodien, also musikalische Werke, geschrieben, gesungen oder komponiert oder gespielt in der Zeit zwischen 1933 und 1945. Jede Melodie ist mit einem Schicksal verbunden und einer Geschichte, die durch uns weitererzählt wird. Heute haben Sie ja schon gespürt, wir haben ein neues Programm entwickelt, lebendige Melodien. Es ist Musik voller Bewegung und Fröhlichkeit. Ich empfinde es so, dass diese Fröhlichkeit den damaligen Umständen abgetrotzt wurde. 2 Familien hatten geplant, zu uns zu kommen aus den USA und Israel. Aus gesundheitlichen Gründen ist das nicht möglich. Aber Sie können gewiss sein, dass wir in diesem Augenblick und auch über das Konzert hinaus mit diesen Familien und den anderen Familien, die uns die Lebensmelodien zur Verfügung stellen, verbunden sind. Sie warten schon voller Neugier auf die Videoübertragung, die wir heute produzieren. Von Herzen Dank unserem künstlerischen Leiter, Nur Ben Shalom. Sie können ruhig noch mal klatschen.
und deinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen Miriam Helms-Orlien, Violine. Oscar Bohorques, Violine. Nur Ben Shalom, das verrate ich jetzt natürlich auch nochmal, spielt die Klarinette. Francesca Zappa, die Bratsche. Misha Meyer, das Cello. Isidoro Abramovic Sound haben Sie ja schon gehört und Michael Cohen-Weisheit am Klavier. Er ist derjenige, der ja die Lebensmelodien durch die Bearbeitung auch zu einer neuen Musik arrangiert und neu komponiert. Und natürlich auch dir, Günther Schoß, einen herzlichen Dank. Du gibst ja den... Du gibst ja den Ermordeten wieder eine Stimme. Von Herzen Dank euch den Gastgebenden hier in der Kirchengemeinde und allen Lebensmelodien-Mitarbeitenden bei uns im Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg, die ja mit viel Hingabe, das können sich alle vorstellen, für so große Veranstaltungen dieses Projekt ermöglichen. Mein Name ist Michael Radatz, ich bin der Superintendent des Kirchenkreises und wir wurden begrüßt von der Pfarrerin der Kirchengemeinde, Martina Steffen-Elisch. Unsere Netzwerkgrenzgänge sind in dieser Gemeinde ja angesiedelt und das spüren Sie auch hier in diesem Raum. Wir kommen aus verschiedenen Konfessionen und Religionen und verschiedenen Generationen und das ist das Besondere auch an diesem Gedenken, so meinen wir. Damit wir in Zukunft auch im Rahmen dieser Grenzgänge solche Veranstaltungen hier ermöglichen können in dieser Gemeinde, bitten wir Sie am Ende um ein Opfer und eine Kollekte. Sagen Sie es auch weiter. Morgen spielen wir dieses Programm schon ein erneutes Mal für Schulen in Potsdam auf der MS Goldberg als Teil der jüdischen Kaleidoskopwoche in Brandenburg und am Samstag in Rathenow. Und nun hören wir das Nigun Karlin. Nigun Karlin. Seit der Ankunft der ungarischen Juden in Auschwitz hatte sich unser Block in eine galizianisch-ungarische Synagoge, eine sogenannte Kloes, verwandelt, wo ganz offen gebetet, gelernt, gesungen und getanzt wurde. Dieser Rummel aus Gebet, Gesang und dem Vortrag der Psalmen hatte auf mich eine positive Wirkung. Obwohl ich jahrelang in einer ganz anderen geistigen Atmosphäre gelebt hatte, weit von jeder Religiosität entfernt, schöpfte ich gerade nun große Genugtuung von den religiösen Juden aus Ungarn, die hier vor meinen Augen und in diesem Vernichtungslager die Innerlichkeit des gottesfürchtigen Judentums wiederbelebten. Ich fühlte mich als einer von ihnen. Fast ohne es zu merken, ließ ich mich immer mehr von ihren bewegenden chassidischen Melodien und Tänzen mitreißen. So tief ließ ich mich auf ihre Welt ein, bis keiner mehr den ehemaligen Heretiker, den Epikoros, in mir erkannt hätte. Ich fühlte mich wie einer, der von einer niederdrückenden Last befreit worden war, und allmählich erwachte in mir jenes Gefühl, das die Gläubigen als Bituchen bezeichnen, als die Sicherheit im Vertrauen. Musik.
Familie Lissauer. Die Lissauers waren eine der bekanntesten jüdischen Familien in Berlin. Kultur und vor allem Musik waren untrennbare Bestandteile ihres Lebens und ihr Haus galt als bekanntes Zentrum der Berliner Kunst- und Musikwelt. Friedrich Fritz Wolfgang Lissauer, ein namhafter Rechtsanwalt, war selbst ein begnadeter Musiker, der sich auch eher als solcher betrachtete, denn als Jurist. Auf dem Weg zur Arbeit saß er im Zug und las Notenblätter. Fritz Lissauer verfasste und komponierte Opern, Kammermusikwerke und dergleichen mehr. Als Jugendlicher war er sogar Brahms persönlich begegnet und hatte von ihm auf einem gemeinsamen Foto ein Autogramm bekommen. Sein jüngerer Bruder Ernst Lissauer war Dichter, Bühnenautor und Schriftsteller. Unter den deutschen Juden galt er als Symbol ihrer Treue zu ihrem Heimatland und stand für den Erfolg ihrer Emanzipation und ihrer Integration ins deutsche Leben. Ihr Vater, Hugo Lissauer, war nicht nur Richter und Mitglied bei den Freimaurern, sondern auch der Inhaber der größten Berliner Handelshauses für Seidenstoffe. Fritz Lissauers 1906 geborener Sohn Otto war ein begabter Drehbuchautor und Filmkritiker, der seine Werke mit dem Künstlernamen Michael Logan unterschrieb. Er verfasste das Drehbuch für die französisch-deutsche Koproduktion Fanfare d'Amour. Darin geht es um zwei arbeitslose Musiker, die sich einem Frauenorchester anschließen. Dieselbe Handlung diente später als Grundlage für den berühmten Kinofilm Some Like a Todd mit Marilyn Monroe in der Hauptrolle. Nach Machtergreifung der Nationalsozialisten floh Otto Lissauer von Deutschland nach Paris, wo er jedoch am 27. März 1944 im Alter von 37 Jahren mit einem Transport aus dem französischen Internierungslager Drancy ins Vernichtungslager Auschwitz verschickt wurde. Ein Freund, der sich auf demselben Transport befand, konnte vom Zug abspringen und wurde gerettet. Otto hingegen blieb und starb auf dem Weg nach Auschwitz. Im großen Haus des Familienvaters Fritz Lissauer fanden auch zahlreiche Konzerte statt, zu der viele Mitglieder der deutschen Haute Volée eingeladen wurden. Dabei durften aber nur wirklich nahestehende Personen das Haus betreten. Wer nicht zu diesem ausgewählten Kreis gehörte, blieb draußen auf der Wiese sitzen, um dem Konzert von dort aus zu lauschen. Dazu zählte ein regelmäßiger Gast, der sich ebenfalls zum Musiker berufen fühlte und selbst Geige spielte. Es war kein geringerer als der Professor Albert Einstein. Fritz, der ein ausgezeichnetes Gehör besaß, war nicht sonderlich begeistert, wenn er Einstein spielen höre, dessen musikalisches Niveau er für mehr als unzugänglich hielt. Als Einstein einmal nicht auf das Tempo achtete, rügte Fritz ihn mit folgenden Worten: Albert, was ist mit Ihnen los? Können Sie denn nicht zählen? 1, 2, 3, 4, so lernen Sie doch zählen. Als die Nazis die Macht übernahmen, musste Fritz Lissauer seine Arbeit als Rechtsanwalt aufgeben und hatte nun Zeit, sich ganz der Musik zu widmen. 1937 schickte er eine von ihm verfasste Komposition an die Deutsche Musikakademie in Berlin, von wo man ihm jedoch mitteilte, sein Werk müsse abgelehnt werden, da er jüdischer Herkunft sei. Fritz war davon so tief verletzt, dass er einen Herzinfarkt erlitt und starb. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof von Berlin beigesetzt.
Nissan Just wurde 1876 im Städtchen Zhikov geboren. Schon in seiner Jugend war er für seine klangvolle Stimme bekannt und fungierte am Schabbat und an den Feiertagen als Chasan, als Vorbeter in der Synagoge seiner Heimatstadt. Man erzählt, dass der Wischnitzer Rebbe Israel Hager den Chasan Just bei einem seiner Besuche in Zhikov vorbeten hörte und völlig begeistert war. Er bat Just, nach Wischnitz umzuziehen, was dieser auch tat. Schon bald wurde er zum Hauptkantor der örtlichen Synagoge und begann für die Gebetstexte seine eigenen Melodien zu komponieren. Seine Werke galten als außerordentlich rührend und sogar Juden aus anderen Orten besuchten die Wischnitzer Synagoge, um die dortigen Melodien zu hören. Mit der Eroberung Ungarns durch die Nationalsozialisten wurde Nissan Just zusammen mit allen anderen Juden des Städtchens ins Ghetto gebracht und von dort mit ihnen zusammen nach Auschwitz in die Vernichtung. Überlebende erzählen, wenn die Wischnitzer Melodien im Lager erklangen, belebten sich die Seelen der Juden inmitten dieser grauenvollen Hölle für einen kurzen Augenblick. Sie hören nun eine der bekanntesten Melodien der Wischnitzer Chassidim. Thank you.
Nina, Gottliebs Tochter. Ich möchte Ihnen meine Geschichte erzählen. Wenn Sie sie hören, werde ich längst nicht mehr da sein. Es wird sich um eine virtuelle Begegnung handeln. Ich heiße Nini und ohne dass ich mir dessen bewusst gewesen wäre, habe ich den Krieg besiegt. Zu Hause waren wir eine Familie von 7 Personen. Ich war das jüngste der Kinder. Es war ein kleines, sehr kultiviertes Haus in der heutigen Ukraine. Oft sang mir mein Vater chassidische Lieder vor. Er hatte sie vom Rabbiner einer benachbarten Stadt gelernt, dessen Tisch er ab und zu besuchte. Dann stellte er mich auf einen Stuhl und bat mich zu singen. Ich sang zusammen mit meiner Schwester über die Natur, über die Bäume und die Atmosphäre im trauten Heim. Wir waren eine kleine und warmherzige Familie, eine Familie, die von einem Tag auf den anderen aufhörte zu existieren. Bei Kriegsausbruch wurden wir ins Ghetto gebracht. Meine Schwestern wurden auf der Stelle exekutiert. Kurz vor der Liquidierung des Ghettos gelang es meinem Vater, sich mit meinem Bruder und mir hinauszuschmuggeln. Etwa ein Jahr lang versteckten wir uns im Wald. Morgen für morgen machte sich Vater auf, um nach Nahrung zu suchen. Bei Einbruch der Dunkelheit kam er zurück und sagte jedes Mal: Ich habe schon gegessen. Eines Abends kehrte er besonders entkräftet zurück und schlief ein. Mein Bruder rief seinen Namen. Völlig erschöpft öffnete er die Augen, als versuche er uns etwas mitzuteilen. Aber was er sagte, war nicht zu verstehen. Ich war über seine Verfassung zutiefst erschrocken. Mein Vater rückte näher an mich heran und lehnte seinen Kopf an meine Knie. Dann sang ich für ihn. Vater starb noch in jener Nacht, eben dort, an jenem Ort. Er starb an Hunger und ich saß dabei ganz nah bei ihm. Ich war erst 7 Jahre alt. Das war alles, was unserem Beisammensein an Zeit vergönnt gewesen war. Mein Leben mit Mutter war noch kürzer gewesen. Sie starb, als ich gerade 3 war. Immer wieder hatte mein Vater mir gesagt: Merk dir, dass du Gottliebs Tochter bist. Kurz nach Vaters Tod ging mein Bruder seine eigenen Wege und wurde, wie ich später erfuhr, von den Nazis ermordet. Da ich allein zurückblieb, gab es niemanden, mit dem ich mich in meiner Muttersprache hätte unterhalten können. So vergaß ich das Jiddische allmählich und sprach nur noch Ukrainisch. Durch die Wälder zu robben war für mich längst zur Routine geworden und zog sich über einen längeren Zeitraum hinweg. Eines Tages, als ich von einem Ort zum anderen floh, hörte ich auf einmal eine wunderbare Musik. Es klang nach einem Chor. Die Stimmen zogen mich an wie ein Zauber, denn meine Kräfte hatten sich erschöpft. Ich musste mich ständig versteckt halten und dabei noch zwischen den Bäumen und Pflanzen durch den Schlamm kriechen. In der Dämmerung stellte ich fest, dass sich das Landschaftsbild verändert hatte. Vor mir lag ein großes Feld, wo ganze Reihen von gebückten Frauen damit beschäftigt waren, Kartoffeln aufzulesen. Ihre Feldarbeit begleiteten sie mit Gesang. Und wieder einmal musste ich die Entscheidung treffen, ob sie zu den Guten oder zu den Bösen gehörten. Als ich näher herankam, erblickte mich eine von ihnen. Was ist das? Sagte sie. Sie fragte nicht, wer ist das? Oder etwa, wer bist du? Sie fragte, was ist das? Ich antwortete ihr, ich bin Gottliebs Tochter. So wie Vater es mir aufgetragen hatte. Sie trat näher an mich heran, das Gesicht dem Wald zugewandt und bedeutete mir, ihr zu folgen, genau genommen hinter ihr herzukriechen. Sie führte mich bis zu einer Gruppe von Partisanen und machte sich fort. Die Partisanen tauchten mich in einen Eimer voll Wasser, so schmutzig war ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was danach geschah.
Einige Tage später brachte man mich zu einem ukrainischen Ehepaar mit einem Baby. Die Partisanen drohten ihnen, sie zu töten, falls sie nicht gut auf mich Acht geben. Ich war für das Baby verantwortlich. Ukrainisch konnte ich ja schon, seit mein Vater gestorben war. Am Abend des Weihnachtsfestes, ich war inzwischen schon 8 Jahre alt, beschloss das junge Paar, zu Ehren des Feiertags ein Spiel zu spielen und zu sehen, wie viele Gläser Alkohol die kleine Jüdin verkraften könne. Sie füllten mein Glas und befahlen mir zu trinken. Ich sagte mir, ich bin Gottliebs Tochter, und trank alles aus. Und jetzt wollen wir sehen, wie du aufs Feld hinausgehst. Geh gerade, riefen sie. Vater, halte mich fest, sagte ich mir, und ich, Gottliebs Tochter, gehe gerade. Als es Frühling wurde, rückte die Rote Armee näher. Russische Soldaten kamen in unser Haus. Ein Offizier wandte sich an mich und sagte, ich weiß, dass du Jüdin bist. Der Krieg ist bald vorbei. Ich sah an mir herab, barfüßig mit zerrissener Kleidung, und verstand nicht, was ich hier noch verloren hatte. Ich beschloss zu fliehen. Derselbe russische Offizier, der erkannt hatte, dass ich Jüdin war, half mir, in mein Heimatstädtchen zu entlaufen. Ich erkannte die Brücke und den Fluss, ringsum die Ruinen von Häusern und Unrat. Ich sagte mir, bald werde ich unser Haus sehen. Ich machte mich auf, um es zu suchen, und fand es. Ein Haus, das es nicht mehr gab. Da war kein Haus und auch keine Menschenseele. Nichts war mir geblieben, und es gab auch niemanden, an den ich mich hätte wenden können. Ein kleines Mädchen, etwa 10 Jahre alt, aber ich bin Gottliebs Tochter. Nach einigen Tagen unter schweren, ja unmenschlichen Bedingungen wurde ich von Bauern zu einem Laden geschmuggelt, in dem sich ein paar Juden versteckt hielten. Sie unterhielten sich auf Jiddisch. Als ich ankam, verstand ich kein Wort und sagte ihnen nur auf Ukrainisch, ich bin Gottliebs Tochter. Keiner von ihnen reagierte. Also fand ich mich abermals auf der Flucht. Nun hatte ich weder eine Sprache noch einen Zufluchtsort. Ich fuhr fort, nach dem zu suchen, was ich einst besessen hatte, aber ich war die einzige Überlebende meiner Familie. Eines Tages erblickte ich aus der Ferne ein Haus. Als ich näher herankam, hörte ich, dass sich darin Menschen unterhielten, auf einer Sprache, die ich nicht identifizieren konnte, deren Tonfall mir jedoch bekannt vorkam. Er erinnerte mich an etwas, was ich schon einmal gehört hatte. Die Bauern erzählten, dass ich mich in der Stadt aufhielt und man schmuggelte mich in das Haus. Es waren jüdische Partisanen. Dort blieb ich lange Zeit und versteckte mich auch vor mir selbst. An das meiste kann ich mich nicht mehr erinnern. Ein Augenblick jedoch ist mir im Gedächtnis geblieben. Das war, als ich mich auf einen Stuhl stellte und zum ersten Mal meinen Mund öffnete. Heraus kam ein Lied auf Jiddisch, ein Lied, das ich gesungen hatte, als ich, wie es schien, vor Tausenden von Jahren 3 Jahre alt gewesen war, in meinem Elternhaus. Und in dem Augenblick, als ich dieses Lied sang, kehrte auch die Sprache zu mir zurück. Plötzlich begann ich Jiddisch zu sprechen. Das Lied hatte mir geholfen, mich zu öffnen, hatte mir meine Identität wiedergegeben. Ich kenne weder mein Geburtsdatum, noch gehöre ich in diese Zeit, aber in jenem Augenblick fühlte ich plötzlich, dass ich existierte. Obwohl ich hier über mich selbst erzähle, ist das Schreiben nicht mein stärkstes Ausdrucksmittel. Die Lieder haben mir einen Teil meines Lebens zurückgegeben, jenes Lebens, das man mir geraubt hatte. Zurückzukehren, zu gedenken und sich zu erinnern, dass es einst eine Familie gegeben hatte, meine Familie, und eine Kindheit, die man mir viel zu früh geraubt hat. Pnina.
Die Mahlzeit. Um die Wahrheit zu sagen, übertreibe ich nicht, wenn ich vorausschicke, dass man über dieses Freudenmahl ein ganzes Buch und sogar mehr als das hätte schreiben können. Rückblickend war es die letzte Jahrzeit-Mahlzeit, der letzte Gedenktag an den Rabbi, an dem wir Freunde alle zusammen aßen. Von ihnen allen habe nur ich überlebt. Damals bekamen wir noch einige wenige Pakete, die uns aus dem Ghetto geschickt wurden. Das Brot sparten wir uns vom Mund ab mit ein paar Kartoffeln und einem Stückchen Butter, das im Lager großen Seltenheitswert besaß. Wir, die Bewohner der dritten Etage, das heißt der obersten Reihe der Pritschen im Block, legten alles in eine Schüssel, wie es in einem chassidischen Stiebel, dem Stübchen eines Rabbis, üblich war und setzten uns nieder zu unserem Mahl. Eigentlich kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie es für uns überhaupt möglich war, uns so zusammenzusetzen. Offenbar hatten die Deutschen an diesem 5. Schwatt einen Feiertag und arbeiteten nicht. Wir waren froh darüber, trösteten einander und sprachen uns gegenseitig Mut zu. Wir begannen, bis in die Nacht hinein zu tanzen und zu singen. Der Rebbe hat geheißen, freilich sein, bis in letzten Tug erreihen. Der Rebbe hat befohlen, fröhlich zu sein, bis in den letzten Tag hinein. Und möge die Erlösung endlich kommen, möge der Messias endlich kommen. Die anderen Blockbewohner wachten vom Lärm der chassidischen Gesänge und Tänze auf und waren sicher, dass wir verrückt geworden waren und sie es mit Wahnsinnigen zu tun hatten. Wir tanzten und tanzten, bis wir keine Kraft mehr hatten, mit einer Begeisterung, die keinen Vergleich kennt. Ich kann mich an keinen anderen Abend dieser Art erinnern. Meine Freunde, denen es nicht vergönnt war, zu überleben, befanden sich in einem Freudentaumel, über den sie die schweren Bedingungen ringsum vergaßen. Bevor ich meinen Bericht über diese Mahlzeit am 5. Schwatt abschließe, möchte ich noch anmerken, warum ich diese Geschichte so ausführlich erzählt habe. Ich erfülle damit die Bitte eines jungen Mannes namens Kalman Margalit, Friede seiner Seele, der damals am Ende der Mahlzeit bat: Freunde, sollte einer von uns am Leben bleiben dürfen, bitte ich ihn, schriftlich festzuhalten, was hier geschehen ist. C.F. Wolf. Thank you.